Heute geht's auf in die Tintenlande. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist der 23. Februar und heute geht's weiter mit Lokana, die Tintenlande. Ja, es ist das dritte Set, was jetzt rausgekommen ist und wir haben das ja schon mal letztes Jahr gezeigt. Im August ging es ja dann los, dann im, ich glaube, war es September, Oktober. Auf jeden Fall war es im Spätherbst und jetzt haben wir ja Winter 2024 oder den ja, späten Winter, keine Ahnung. Und die Tintenlande erscheinen heute offiziell erstmal in ausgewählten Stores und wir kennen das Prozedere ja schon mit Disney Lorcana. Erstmal vielen, vielen Dank an Ravensburger für die Zusendung von zwei Starterdecks. Es gibt zwei verschiedene Starterdecks, haben wir hier. Einmal mit Dagobert und Vaiana vorne drauf und einmal mit 101 Dalmatiner und mit Peter Pan. Und das ist aber noch nicht alles. Die beiden Starter-Sets wurden mir zugeschickt und so ein Display mit 24 Booster-Paketen. Sehen wir da. A12 Karten. Und da schauen wir natürlich dann jetzt auch gleich mal rein, wie das denn so aussieht. Und vielleicht haben wir ja diesmal Glück und haben irgendeine besondere Karte mit dabei. Ja, viele von euch sind ja schon Lokana-süchtig und freuen sich ja jetzt einfach darauf, dass jetzt die Tintenlande endlich erscheinen. Ich bin ja auch im Game drin, habe leider zu wenig Gegner hier, ne? Und bin auch immer noch nicht der wirkliche Pro. Aber ich nehme mir das immer wieder vor und ich denke, hier so ein Starter-Set oder so werde ich jetzt dann nochmal für mich nutzen, mich da ein bisschen einlesen. Und für mich geht es ja jetzt bald in den Urlaub. Vielleicht kann ich dann meine Mitreisenden davon überzeugen, mal eine Partie Disney Lorcana zu spielen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal durch und fangen einfach mal an, so ein Starter-Set auszupacken, bevor wir uns dann gleich anmachen an dieses Display mit den ganzen Karten. Es ist immer so schade, ne? Wenn man so ein Set hier hat, die sehen ja schon wirklich sehr, sehr toll aus, hier mit diesen Artworks vorne, Dagobert und Vaiana. Hinten drauf sehen wir dann, was alles mit drin ist. Es ist ein Starter-Deck mit 60 Karten, inklusive zwei Vollkarten. Dann haben wir 11 Schadensmarker, eine Spielmatte aus Papier, einen Legendenmarker aus Pappe und ein Regelheft. Also das ist wirklich, wenn ihr loslegen wollt, genau das Richtige. Und diese Starter-Set, die sind ja auch demnächst dann garantiert wieder bei Shop Disney erhältlich. Sie sind sogar im Disneyland Paris erhältlich, aber da nur auf Französisch und das bringt uns ja meistens nichts. Ja, ich möchte jetzt mal gucken, wie ich das hier am einfachsten öffnen kann, sodass ich das auch vielleicht dann tatsächlich noch mit in den Urlaub transportieren kann. Ich habe mir diesmal auch eine Schere bereitgelegt, um die Displays nachher aufzuschneiden. Und jetzt ist es aber... ich werde wahrscheinlich ab und zu mal Schnitte setzen müssen hier jetzt in diesem Video. Weil ich möchte euch nicht zumuten, dass ihr seht, wie ich verzweifle und diese Sachen nicht ausgepackt bekomme. Aber gut, wenn man nicht möchte, dann muss ich halt so ein bisschen Gewalt anwenden. Wie die Schadensmarke aussehen etc., das wissen wir ja alles schon. Die Spielmatte kann ich euch mal gerade zeigen, wie die diesmal aussieht. Die sieht jetzt bei den Tintenlande so aus. Und da ist die Spielanleitung drin, Schadensmarker und so. Kennen wir ja alles, also alle Lorcana-Fans wissen Bescheid. Und das sind jetzt die 60 Karten, die wir jetzt wirklich im Detail durchgehen. Von dem Starterdeck mit Dagobert und mit Vaiana. Zwei Vollkarten sind ja immer mit dabei. Die schauen wir uns dann direkt auch mal an. Die sind jetzt hier. Also es sind ja immer die Vollkarten, die vorne drauf sind. Also wir haben ja gesagt, Starter-Set von Dagobert und Vaiana. Also haben wir dann auch zwei Vollkarten, einmal von Vaiana. Ich hoffe, dass das Fokussieren klappt. Und wir haben hier Dagobert. So, dann gibt es aber natürlich dann auch noch andere Karten. Wir haben Della Duck ist zweimal mit dabei, nee, sogar dreimal mit dabei. Dann ist es Hi Hi, ich hoffe, man erkennt es, ist auch dreimal mit dabei. Kokomora ist mit dabei. Auch die Artworks, die sind auf jeden Fall wieder richtig, richtig schön. Kokomora ist auch dreimal mit dabei. Dann haben wir Maui, aber in seiner Gestalt als Adler, als Greifvogel, ist auch dreimal mit dabei. Wir haben Minimaus, die ist zweimal mit dabei. Kann man hoffentlich gut sehen. Wir haben natürlich Vaiana. Es ist ja ein Vaiana-Set. Ist mit dabei. Haben wir auch dreimal. Simba ist natürlich mit dabei, die gefällt mir richtig gut. Niki van der Quack, sagt mir überhaupt nichts. Kennt ihr Niki van der Quack? Nie gehört. Ist dreimal mit dabei. Dann haben wir Drachenfeuer. Ist auch zweimal mit dabei. Seefahrt. Zweimal mit dabei. Mauis Fischhaken. Einmal. Sumerischer Talisman. Wieder hier. Ist zweimal mit dabei. Dann eine Karte, die ich so noch gar nicht gesehen habe.
Agrabah im Querformat. Habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen. Ist das neu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also Agrabah haben wir auch dreimal mit dabei. Von Unruh kennen wir ja schon. Ist zweimal mit dabei. Trick Duck oder Trick Duck. Also ja, Tick, Trick und Track. Na, aber so einzeln sieht man die nicht. Also auf jeden Fall ist das Trick. Heißt ja mit Nachnamen Duck. Herzog von Pitzbühel. Ist ein Kleinkrimineller. Steht schon so aus. Das können wir alle so unterschreiben, glaube ich. Dann haben wir McMoney-Sack. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Damals im Mickey-Maus-Heft oder so war er immer mit drin. Haben wir auch Fabius. Ist mit dabei. Den haben wir hier dreimal drin. Wir haben Grammataler. Ich kann das gut sehen. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ist auch dreimal mit dabei. Dann haben wir Daniel Süßentrieb. Also es ist schon so sehr, sehr Entenhausen-mäßig diesmal. Dann haben wir Tick, Duck, Tick, Duck und Track, Duck. Du sagst Tick, Trick und Track. Hier ist nochmal Track, Duck und Track, Duck. Dann haben wir Maid Marian. Maid Marian. Sieht so aus. Ist zweimal mit dabei. Dagobert Duck. Auch sehr, sehr cool. Warum gibt es nicht einfach mal eine große Figur von Dagobert Duck? Das würde ich auch feiern. Dann haben wir die Tresortür. Sieht so aus. Die ist zweimal mit dabei. Und dann haben wir noch Motu Nui. Sieht so aus. Ist auch zweimal mit dabei. Ja, und das war schon das komplette Starter-Set von Vaiana und Dagobert Duck. Ich habe hier noch ein zweites Starter-Set. Dann gucken wir uns das jetzt auch noch an. Und dann könnt ihr dann entscheiden, wenn ihr vor der Wahl steht, was ihr euch für ein Starter-Deck ihr euch kaufen wollt. Ob es jetzt dann das ist, was ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe. Oder ob ihr euch dann für ein anderes entscheiden wollt. Aber da ist ja auch immer noch ein Booster-Paket mit drin, habe ich ja gesagt. Jetzt schaue ich, dass ich das auch nicht wieder hier reinkriege. Die sehen diesmal so aus. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Discovery Land und so Indiana Jones oder so. Also gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und diese Decks, muss ich ja sagen, also hier diese Displays, die mache ich ja am liebsten auf, weil das ja immer so sehr überraschend ist. Ne? Und ja, es wird gleich wieder ganz, ganz viel Müll hier vor mir liegen. Denn wenn wir 24 davon aufmachen, also jetzt danach noch 25, weil in dem anderen Starterdeck ist ja auch noch eine drin, gucken wir mal, was dabei ist. Wir haben Peter Pan, Curly, der Feuervogel, Reparieren, Tui, Nimmerland, also diese Orte sind anscheinend dann im Querformat immer. Wir haben Wildkatz, Maui haben wir ja schon gesehen, Grantos, Zahn, auch eine im Querformat, eine Karte. Wir haben den Glückskreuzer. Und wir haben als Vollkarte den Dalmatiner-Welpen. So, und dann gibt es ja ein neuer Kartentyp, sind tatsächlich Orte. Also die kommen jetzt mit dazu, haben wir ja schon gemerkt, ne, im Querformat. Die sind Bestandteile eines Ortes, sind die Kosten, Willenskraft, Legendenwert, Bewegungskosten und die Fähigkeit, Tintenvorrat ausspielen vor Orten. Also ist da auch nochmal tatsächlich eine Erklärung dabei, wie das funktioniert mit den Orten. Und es gibt neue Regeln, also Schadensmarker bewegen. Es ändert sich tatsächlich mit den Tintenlanden auch so ein bisschen was am Spiel. Ne? Aber die Pros unter euch sind da garantiert schon ganz gut vorbereitet und wissen schon genau, was auf sie zukommt. Wie gesagt, ich bin da immer noch so ein bisschen, ja, der Noob in dieser ganzen Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir auch irgendwie immer die Zeit fehlt. Und immer wenn ich es mir dann vornehme, und ich weiß ja zum Beispiel, Brina spielt ja auch und Simone spielt auch, aber die sind immer so weit weg. Und wenn wir uns dann mal irgendwo sehen, dann haben wir keine Zeit, meistens Karten zu spielen, was leider etwas schade ist. Ja, wir machen das zweite Starter-Set auf mit den Dalmatinern und Peter Pan. Welche Vollkarten da dabei sind, das wissen wir ja jetzt schon. Ich mache das Ganze jetzt auch im Schnelldurchlauf, damit wir es sehen. Also wir haben natürlich die Vollkarte von Pongu. Und natürlich von Peter Pan. Und mit dabei haben wir Dalmatiner-Welpen. Da seht ihr, die sind drei. Auch hier noch ein Dalmatiner-Welpe, aber eine andere. Nee, ist dieselbe Karte, sehe ich jetzt. Hier nochmal eine. Dann haben wir Kida. Es gibt so viele Disney-Charaktere, die ich nicht kenne. Kida haben wir auch dreimal mit dabei. Dann haben wir Lucky. Lucky ist einmal mit dabei. Wir haben Nani. Das ist die Schwester von Lilo, ne? Die heißt Nani. Die ist zweimal mit dabei. Wir haben Patch. Patch ist dreimal mit dabei. Wir haben Pluto mit Cape. Sehr cool. Ist einmal mit dabei. Pluto normal. Kann man da sehen. Ist dreimal mit dabei. Dann haben wir Rolli.
Der ist auch dreimal mit dabei. Wir haben Naseweiß. Ist zweimal mit dabei. Wendy Darling. Heißt die Wendy Darling mit Nachnamen? Es irritiert mich immer, wenn die hier ihre Nachnamen haben. Wendy ist halt eben auch dreimal mit dabei. Als Ort haben wir Nimmerland. Das haben wir ja eben schon mal gesehen. Wie gesagt, das sind ja neue Karten. Deswegen gibt es ja auch neue Regeln jetzt. Wir haben Curly. Ist dreimal mit dabei. Don Canaille. Was für Namen, ne? Also, da müsste man tatsächlich mal nochmal ein Disney-Quiz machen mit all diesen ganzen Namen, die wir nicht kennen. Abschaum. Abschaum kennen wir. Zwei. Helga Sinclair haben wir. Da. Horace. Heißt er so? Horace oder Horace? Der ist zweimal mit dabei. Jasper ist mit dabei. Und zwar zweimal Meerschaum. Meerschaum und Abschaum. Ne? Ariel, die Meerjungfrau-Fans, also können sich da freuen. Die sind zweimal mit dabei. Kit Wolkenflitzer, auch wieder jemand, den ich nicht kenne. Ist eins, zweimal dabei. Robin Hood. Starkey. Wildkatz. Wildkatz ist zweimal mit dabei. Hypnose. Ist ja K. Sehen wir vorne drauf. Die kenne ich. Dann Improvisieren. Mit Mulan vorne drauf, auch wieder ein schönes Bild. Ist dreimal mit dabei. Ein guter Ehemann. Sehen wir hier. Dann als Ort das Deville Herrenhaus. Sieht so aus. Das ist tatsächlich dreimal mit dabei. Und ja, das war das Starter-Set mit Peter Pan und mit den 101 Dalmatinern. Und ich würde ja jetzt schon mal sagen, für alle Leute, die Hundefans sind, ne, also da gibt es ja auch einige, das weiß ich ja, weil ich ja damit ja auch täglich zu tun habe auf der Arbeit, für die ist dann wohl das mit den 101 Dalmatinern das Starter-Set, das Ding zur Wahl. Von daher, entscheidet euch dafür. Jetzt habe ich das nicht gezeigt. Jafar ist vorne drauf. Sehen wir aber gleich bestimmt auch nochmal. Dann schauen wir mal, was hier jetzt an besonderen Karten drin war. Captain Amelia, Tui haben wir ja schon gehabt, Milo Tetch, Befehl vom Boss haben wir hier. Wir haben nochmal Dagobert Duck, wir haben Little John, wir haben den letzten Versuch. Als Ort ist da RLS Legacy. Und Karte des Schatzplaneten, sehen wir hier. Und die Vollkarte hier drin ist Robins Bogen. Ja, das waren jetzt die zwei Starter-Sets inklusive den Displays, die dabei waren. Und jetzt wird es ja natürlich richtig spannend, ne? Weil ihr wisst das ja, wir haben ja schon einige Lokana-Karten ausgepackt. Wir waren damals auf der Gamescom und haben uns auch ganz viele spezielle Karten abgreifen können. Auch durch eure Hilfe habe ich tatsächlich ganz besondere Karten bekommen. Und nochmal vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Aber ich habe tatsächlich noch nie eine verzauberte Karte gesehen. Bis jetzt hatte ich tatsächlich das Glück noch nie. Und hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt vielleicht ja, das Glück mal auf meiner Seite ist und bei diesen 24 Displays, die ihr hier sehen könnt, vielleicht mal was dabei ist, was mal richtig besonders ist. Und jetzt können wir uns auch nochmal die Artworks hier vorne anschauen und das genauer. Wir haben hier Piglet heißt der, ne? Und wir haben Mickey, haben wir ja schon gesehen. Und wir haben Jaffa. Also die drei Bildchen gibt es. Ich schneide die Displays jetzt alle mal auf. Also nee, machen wir jetzt so nicht. Ich kann auch weiterreden, oder? Das ist auch egal. Ich schneide mal drei Stück auf und dann gucken wir uns im Schnelldurchlauf einfach mal an, was für Karten da jetzt mit drin sind. Und machen hier ganz, ganz viel Müll, weil das natürlich immer viel Müll verursacht, wenn man diese Displays auspackt. Aber es ist einfach so spannend, oder? Wenn man einfach nicht weiß, was da so drin ist. Freut es mich auf jeden Fall sehr. Aber wir gehen jetzt nicht alle Karten durch, weil das wäre tatsächlich zu viel. Kit Wolkenflitzer haben wir ja. Wir haben Kida. Wir haben Deladuck. Wir haben nochmal das Haus von Cruella. Wir haben Pua. Viele Pua-Fans draußen, ne? Befehl vom Boss haben wir schon gesehen. Die Herzkönigin. Die Herzkönigin auch von einem meiner Lieblings-Disney-Filme. Alice im Wunderland. Dann haben wir hier den sumerischen Talisman. Das habe ich ja eben schon so schwierig gehabt, das zu lesen. Der Bayou. Ne? Haben wir hier. Wir haben Simba. Robin Hood. Der Zauberhut ist diesmal die Karte. Die Vollkarte. Da
Das sieht schon wieder sehr cool aus. Freut mich, weil ich bin auch ein ganz, ganz großer Phantasia-Fan und ja auch Mickey-Maus-Fan. Das wisst ihr ja eh, deshalb ist das ganz cool. So, schauen wir mal weiter. Wir haben Ableger, wir haben IA. Ich weiß, ne, viele IA-Fans draußen. Akrabah kennen wir schon. Sasu haben wir. Wir haben Lena. Lena Degenflügel? Heißt die Lena? Ja, keine Ahnung, wie das ist. Dalmatiner-Welpe. Kit Wolkenflitzer haben wir schon gesehen. Little John, ne, hier von Robin Hood. Den letzten Versuch. Habe ich schon öfters gehabt. Dann kam der große Zeus. Was Besonderes. Perdi. Passt natürlich sehr gut zum anderen Set. Und die Vollkarte hier ist Trigger. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Ich lege jetzt die zwei mal direkt mal hier weg. Und wir machen weiter. Ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich, freitags ein Video hochzuladen. Aber ich finde, das ist einfach jetzt der richtige Zeitpunkt. Das ist jetzt, wo die Karten erscheinen oder wo dieses neue Set erscheint. Dachte ich, setze ich mich heute Abend noch hin und packe das für euch auf. Wir haben hier nochmal Robins Bogen als Vollkarte, kann ich direkt sagen. Also machen wir das nicht immer so spannend, dann rede ich lieber ein bisschen was. Die Tresortür, Helga Sinclair, Nazi, Wolkensurfer, der Feuervogel haben wir. Wir haben reinigendes Regenwasser, Kit Wolkenflitzer wieder, Robins Bogen als normale Karte, nicht als Vollkarte. Den letzten Versuch, Peter Pan kennen wir schon so und Kida. Das ist alles in diesem Display hier drin gewesen. Und das waren ja tatsächlich schon die ersten drei. Ja, die ersten drei waren ja jetzt schon mal, war ja auch schon mal ganz nett. Ne? Also so für den Anfang, aber immer noch nichts mit verzaubert oder so. Wieso nicht? Also ich habe ja auch schon ganz viele YouTube-Videos darüber gesehen und habe dann auch immer gesehen, dass Leute oftmals, vielleicht sogar in einem Display zweimal Glück hatten, dass da was mit drin war. Ich bis jetzt tatsächlich nie habe ich so eine Karte gesehen und das wäre schon echt mal ein Highlight, wenn sowas da drin wäre, was ganz Besonderes. Legen wir erstmal die Karten wieder beiseite und dann schauen wir, was wir hier als besondere Karte drin haben. Und zwar die Herzkönigin als Vollkarte. Ja, auch ganz cool als Karten. Hier haben wir Tui. Also die meisten Sachen, die ich blende sie euch einfach mal so kurz immer ein, die haben wir ja alle schon gehabt. Also jetzt auch nichts Großartiges, was uns jetzt vom Hocker haut heute Abend. Legen wir die zwei weg. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, es wird schon wieder ein bisschen besonderer. Als Vollkarte Helga Sinclair. Ganz cool. Gucken wir mal, was wir haben. Gram Tamala hatten wir schon. Nottingham, das kennen wir tatsächlich so noch nicht. Gucken wir mal durch. Stitch kennen wir, das haben wir auch schon gesehen. Den Verbotenen Berg als Ort. Ne, das ist vielleicht noch für die Fans hier wichtiger zu sehen, was da so neu ist. Dann Joshua Sweet haben wir. Hi Hi kennen wir. Das kennen wir. Jafar kennen wir alles. Sehr cool. Also vom Artwork her, finde ich, geben die sich ja echt immer richtig Mühe, die Künstler. Und das ist immer so schade, die Karten in die Hand zu nehmen. Dann nehmen wir die wieder weg. Das, wie gesagt, das, was ich immer hier so wegpacke, ist immer, da wird der neue Kartentyp erklärt, habe ich ja eben schon mal gesagt, und diese neue Regel. Es gibt diesmal kein Bild, was man zusammenbauen kann. Beim ersten Teil hatten wir ja diesen Mickey. Beim zweiten Teil kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und das ist diesmal halt eben nicht der Fall. Wir haben Jim Hawkins als Vollkarte in diesem Display gehabt, in diesem Päckchen. Ein Booster-Paket, so heißt das Ganze. Ja, ein Display ist ja praktisch das Ganze. So, picken wir uns wieder drei raus, schneiden die auf, weil ich möchte euch ja hier nicht zu sehr auf die Folter spannen und mich natürlich auch nicht. Mit dem Schneiden, da müsst ihr immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht in irgendwelche Karten oder so reinschneidet, ne? Weil das wäre ja richtig fail. Deswegen brauche ich da auch immer so zwei, drei Versuche, bis ich da sicher bin, dass da nichts schief geht. So, das können wir wegpacken. Und da haben wir hier als Vollkarte Shenzi mit drin. Die gefällt mir wieder sehr gut. Gucken wir weiter. Das ist ja natürlich jetzt so, dass in diesen Displays auch immer noch was anderes sein kann, was besonders ist. Aber die meisten Leute, die diese Videos hier anschauen, wollen natürlich immer sehen, was für Vollkarten sind drin und ist vielleicht irgendwie was ganz Besonderes mit dabei. Ne? Von daher machen wir das jetzt mal. Und da haben wir schon wieder was Besonderes. Und zwar haben wir hier Mufasa. Schaut es euch an. Sehr cool. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight für alle König der Löwen-Fans. Und da gibt es ja ganz viele. Ne? Entschuldigt übrigens, dass ich hier kein so mega gutes Licht habe, aber ich nehme jetzt einfach mal hier auf die Schnelle im Wohnzimmer auf. Und bis da. Mufasa, jetzt haben wir Simba als Vollkarte. Ich hoffe, man hat es gesehen, nicht zu schnell, weil das muss ja immer
brauche immer einen Moment zum Fokussieren. So, machen wir das weiter. Es ist so viel Arbeit, ne? Aber es ist halt so eine Arbeit, die macht halt Spaß. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und schauen wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Erstmal schauen wir. Es ist gar nicht Mickey, der vorne drauf ist. Es ist Mini, sehe ich jetzt gerade. Habe ich Unsinn erzählt. Es ist Mini, weil die Schleife habe ich jetzt oben erkannt. Also, das muss ich revidieren. Hier haben wir nochmal Trak-Dak. Trak-Dak, Tick-Dak und Trick-Trick-Tick-Tick-Dak. als Vollkarte Herz von Tefiti. Tefiti. Also ich bin ja echt ein Disney-Fan. Das wisst ihr. Schon sehr lange. Aber das alles kenne ich nicht. da haben wir hier schon, das muss ich euch natürlich auch zeigen. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Wir haben Captain Amelia als Vollkarte. Und was auch besonders ist, die Villa Duck als Ort. Das sieht schon wieder sehr cool aus. So, Rufus. Das Tolle wird ja jetzt, am Wochenende bin ich zu Hause, bin ja diesmal nirgendwo. Das heißt also, ich werde die erstmal alle wieder einsortieren in meine Alben und habe eben dann auch schon bei Amazon wieder ein neues Album bestellt, weil im Moment sammle ich die ja tatsächlich. Und pack die dann halt eben dann schön weg. Nimmerland. Das seht ihr hier. Eine Vollkarte vom neuen Ort. Sehr, sehr cool. Also das ist immer so eine Arbeit, die mache ich dann gerne. Da mache ich mir meistens auch ein bisschen was von YouTube oder so an. Schaue mir ein Video an oder, ich schaue mir meistens ein Video an. Setze mich dann abends dahin und fange dann an, die Sachen sicher in ihre Hüllen zu packen, weil das ist auch ganz wichtig, dass man die Karten dann schon schützt, weil man weiß ja nicht, ne, was damit mal wird. Und dafür sind sie einfach zu schade, um sie einfach in der Ecke oder so in die Ecke vergammeln zu lassen. Das machen wir nicht. Wir haben Sasu. Und außerdem möchte ich jetzt auch die Zeit, wie gesagt, vom Urlaub mal nutzen, mich da so ein bisschen nochmal einzulesen. Und ich finde, ich habe da nochmal genug Karten, um mich da optimal darauf vorzubereiten. Und das werde ich jetzt auch tun. Zauberbesen. Seht ihr da? Das ist die Vollkarte von dem Display gewesen. Und dann haben wir nochmal die Villa Duck. Finde ich ganz cool. Die Spielanleitungen. Dann haben wir Jaffa als Vollkarte. Ja, das waren wieder drei. Jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir noch. Eins. Das sind fünf. Acht. Noch neun. Booster-Päckchen haben wir. Also drückt jetzt einfach mal die Daumen, dass da vielleicht mal Glück ist für mich. Ne? Und da eine verzauberte Karte drin ist. Ich muss doch irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Displays ich schon geöffnet habe. Und tatsächlich hatte ich dieses Glück, das habe ich ja jetzt schon oft gesagt, noch nie. Und das ist auch kein Glück. Es ist schon Glück, es ist Mauris Fischhaken, schon wieder was Besonderes, aber sie ist nicht verzaubert. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so einschieße darauf, weil es einfach so besonders ist und die Karten einfach so toll aussehen, wenn sie verzaubert sind. Von daher schwirrt das die ganze Zeit irgendwie so in meinem Kopf rum. Und als Vollkarte haben wir hier Maid Marian. Habe ich eben gesagt Maid Marian? Nein, sie ist die Maid. Maid Marian. So, machen wir noch weiter auf. Es wird immer weniger und Spannung steigt auch, aber das Beste kommt doch meistens zum Schluss, oder? So ist das doch. Ach, jetzt habe ich mich hier noch verlegt. Thaddäus Eklang als Vollkarte. So, es wäre jetzt natürlich toll gewesen, euch diese ganzen Karten zu zeigen, aber das Video würde ellenlang werden. Das ist ja mega viel, wie gesagt, 24 Booster-Packs sind in so einem Display drin. Das könnt ihr ja auch kaufen, so, als Display. Und wenn ich da jede Karte zeigen würde, dann würde das wahrscheinlich eine Stunde oder zwei dauern. Wir haben die Devil, das Herrenhaus, als Vollkarte. Von daher machen wir das einfach tatsächlich so als Schnelldurchlauf. Und das Wichtigste sind ja, glaube ich, dann für euch auch einfach diese Starter-Sets gewesen, um mal dann einen Überblick zu bekommen, wie das Ganze so aussieht, wenn ihr überhaupt damit erstmal starten wollt. Ne? Oder wenn ihr auch einfach wie ich, das muss ich auch sagen, eher der Sammler seid. Ne? Weil das erlaubt Lokana ja. Also man muss nicht wirklich da aktiv mitspielen, sondern man kann auch einfach sammeln. Und das ist ja das, was ich eher... Mir liegt das Sammeln. Und wir haben die Hydra. Und da haben wir schon wieder was Besonderes. Schaut euch das an. Das ist cool. Es wird da immer besser. Und wir haben noch vier Displays. Also von daher könnte da tatsächlich noch das ein oder andere drin sein. Vielleicht hat es ja Ravensburger gut mit mir gemeint. Ich habe mich ja eben schon mal da bedankt. Wenn Ravensburger zuschaut, nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich darüber wirklich sehr. Wir haben Dagoberts Zylinder und wir haben jetzt noch drei
ja, mögliche Versuche, etwas Verzaubertes zu sehen. Ich packe die jetzt einfach mal, oder ich schneide die jetzt einfach mal schon alle auf. Man kann die natürlich auch aufreißen, aber damit ich jetzt zu faul bin, lieber vorsichtig hier mit meiner tollen Kinderbastelschere. So, wir zählen runter. Wir haben die also noch zwei. Kokomora als Vollkarte. Noch zwei. Können es sein? Und ich sehe schon, nee, das ist auch keine verzauberte. Es ist der Aurelanische Gyrosensor als Vollkarte. Und jetzt Trommelwirbel. Ist auch eine ungewöhnliche Kameraperspektive, ne? Aber macht irgendwie schlanker, wenn man von oben gefilmt wird, finde ich. Habe ich jetzt eben mal kurz gesehen, aber ich musste mir ja auf die Schnelle irgendwas suchen, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich euch was hochhalten kann, ne? Und ich sehe schon, es ist keine verzauberte. Schade, Schokolade. Aber es ist Jago. Die ist schon wieder sehr cool. Jago. Ja, also das war jetzt schon ein Riesenstapel, um euch das jetzt mal kurz zusammen zu zeigen. Ich muss immer ganz vorsichtig sein, weil gesagt, ich bin da echt empfindlich mit diesen Karten. Also bevor die in so einem in Schutzhüllen sind. Schutzhüllen etc. und sowas, das bekommt ihr alles beim großen A zu kaufen. Sehr, sehr günstig. Oder es gibt auch China-Händler, die ja nach Deutschland, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die, ihr wisst da Bescheid, was mit Emu hinten oder sowas, die bieten solche Hüllen an. Sehr, sehr günstig in großen Paketen. Da bin ich auch schon sehr, sehr oft fündig geworden und habe mich damit eingedeckt. Und das ist der Stapel an Karten, die jetzt in diesem Display drin waren. Also wenn ich jetzt damit nicht wirklich gut durchstarten kann, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, wie gesagt, ich werde mir ja jetzt am Wochenende das Ganze mal zu Gemüte führen, dass mich dann versuchen nochmal einzulesen, das ein oder andere Video darüber schauen, vielleicht beim Einsortieren und dann versuchen meine Mitreisenden, in zwei Wochen geht es ja los, also heute in zwei Wochen geht es ab in den Urlaub, das ist ganz, ganz toll. Nächste Woche werde ich noch nicht sagen, wo es hingeht, weil nächste Woche werdet ihr noch so ein bisschen was vom Disneyland Hotel sehen, also das kann ich auch schon mal sagen, am Sonntag kommt noch ein Vlog vom Disneyland Hotel, am Dienstag nächste Woche kommt, jetzt muss ich überlegen. Was haben wir denn dann noch? Also der Vlog kommt, ach, das Merch-Video kommt und nächste Woche Donnerstag kommt das Frühstücksvideo, weil wir waren ja frühstücken im Royal Bankett und im Tablet de Lumière. Das seht ihr jetzt alles noch, das sind die nächsten Videos. Und dann kommt nächste Woche Sonntag noch ein Video, auch noch als Abschluss zum Disneyland Hotel mit der lieben Cheryl. Das ist noch nicht aufgenommen, das mache ich erst am Samstag. Wir treffen uns am Samstag in der Stadt. Ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt zum Disneyland Hotel bei Instagram und die wollen wir dann da übernachten und wollen dann auch unser Fazit zum Hotel dann mit euch dann nochmal besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann, dann ist Dienstag, wo das nächste Video rauskommt. Da ist ja schon März. Das ist so krass. Das ist schon fast das erste Quartal rum. Und dann werde ich euch verraten, wo es in Urlaub hingeht. Es ist gar nicht so dramatisch. Das kann ich jetzt auch schon sagen. Also es ist nichts Weltbewegendes. Es ist einfach ein ganz normaler Urlaub. Es gibt keine Disney-Parks, es gibt keine Freizeitparks, sondern es gibt einfach nur Urlaub. Aber ich freue mich wirklich drauf. Ja, das erfahrt ihr dann. Und dann geht es dann auch weiter mit Urlaubsvlogs und nach dem Urlaub geht es dann weiter mit dem Heidepark, mit dem Freizeitpark-Traveler-Event und dann ist auch schon bald Ostern, dann geht es wieder nach Disneyland und ist auf jeden Fall schon alles durchgeplant. So, jetzt sind wir aber abgeschweift, weil ihr wollt ja so ein bisschen was von Locana wissen. Ich hoffe, dass ich euch alles Wissenswerte jetzt gezeigt habe, gesagt habe, Zubehör und sowas gibt es ja alles auch direkt bei Ravensburger oder beim Trading Card Händler eures Vertrauens. Schaut da gerne mal vorbei. Ich denke einfach mal, die eingefleischten Fans werden eh schon alles vorbereitet haben und wissen eh schon Bescheid, worum es geht und was alles so auf sie zukommt. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Kauft euch diese Displays und setzt euch da zusammen hin. Macht auch vielleicht ein Video. Ihr könnt ja auch gerne mal Ravensburger dann verlinken. Die freuen sich darüber immer wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Disneyland Hotel Videos verpasst. Und bis dahin sage ich euch wie immer,